So Leute, ich bin an derselben Straße wie vor einer Woche, diesmal mit einer anderen Mission, und zwar bin ich auf dem Weg zu Card Market Grading. Wie letzte Woche auch schon, ich habe jetzt erstmal tatsächlich Handy rausgeholt. Ich werde gleich mit der richtigen Kamera filmen, keine Sorge. Audioqualität wird besser, Videoqualität wird besser, alles wird besser, weil ich wurde eingeladen, mal bei so einem Card Grading Prozess dabei zu sein. Der Chef von Card Market Grading will mich persönlich mal rumführen und da habe ich Bock drauf und ich hoffe, ihr habt Interesse daran und ich nehme euch einfach mal mit. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind bei Card Market Grading. Ich habe den Georg an meiner Seite. Hallo. Der Georg ist der Chef von dem Ganzen hier. Und nicht der Motorradfahrer. Georg hat uns eingeladen, hier einmal bei Card Market Grading reinzuschauen und auch so ein bisschen was so zeigen zu lassen. Und ich dachte, für euch das super interessant und deswegen nehmen wir euch mal mit. Gehen wir einmal hier hoch. Guten Wendeltreppen. Macht Spaß, wenn du 15 Mal am Tag hoch und runter gehst. 15 Mal ist wirklich sportlich und untertrieben, ja. Ja, wir sind jetzt hier oben angekommen, so ein bisschen das nicht maschinelle Herzstück von Card Market Grading, also nicht die Maschine und sonst was. Wir sind hier oben in dem Bürobereich, Grading-Bereich, genau. Wie nennt ihr das? Genau, ja, wir nennen das einfach unser Büro. Ja. Hier haben wir die Kartenbewertung, also Das Grading findet hier statt. Mhm. Unser Kundensupport und Marketing findet hier statt. Also diese ganz normalen Büroarbeiten. Die haben wir halt hier, dort, wo du halt keine große Staubbildung hast, keine Maschinengeräusche und sowas. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt den ganzen Tag Karten vor der Hand hast, oder vor den Augen hast, und du musst die halt bewerten und du musst dich konzentrieren dabei, dann ist das meist nicht sehr praktisch, wenn du irgendwie andere, so einen ganzen Tag irgendwie eine Geräuschkulisse hast, recht hoch oder sowas. Also du musst dich halt wirklich konzentrieren, um da halt auch, so genau wie möglich zu sein. Ja, absolut. Also gerade wenn du jetzt die ganze Zeit so eine Maschine hast, die ganze Zeit am Schweißen ist oder unter Druck da was am Machen ist, das hat man, glaube ich, nicht ganz so gerne. Natürlich müssen wir auch unten im ich sag mal, Produktionsbereich, da wo wir schweißen, auch auf Staubbildung achten, klar. Aber dort haben wir halt andere Geräte, haben wir einen Kompressor oder mehrere Kompressoren und boosten halt das Case aus und so weiter, das zeige ich euch alles nochmal. Das kannst du halt nicht da machen. Genau, das kannst du halt nicht da machen, wo wir halt mit den Karten allgemein halt noch mit den Mikroskopen und so hantieren, weil wenn sich jetzt auf der Linse Staub setzt und so, also da müssen wir die regelmäßig reinigen. Aber wir wollen sie auch nicht alle 2 Stunden reinigen und so. Genau, das ist auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Bin gespannt, also es wird sehr, sehr cool. Wenn ich fragen darf, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben 7 Mitarbeiter. 7 Mitarbeiter, natürlich auch krass. Also kein kleines Unternehmen. Und was ich euch sagen kann, wenn ihr die Sachen hier herstellt, das ist Fort Knox. Also hier kommt nichts rein oder raus, das ist krass. Weil viele Leute ja auch immer sagen, ihr habt ja wahrscheinlich auch, habe ich schon gesehen, auch wertvolle Karten, die dann zugeschickt werden. Und ich teilweise denke so, also Postweg ist schon schwierig, hier lagern ist dann schwierig, aber jetzt war ich hier und ich muss sagen, nee, überhaupt nicht, das ist keine Schwierigkeit, überhaupt nicht. Ja, wir haben von Anfang an, wir haben das Ganze ja 3 Jahre vorbereitet, bevor wir geöffnet haben. Wir haben sehr viel mit Versicherungen gesprochen natürlich haben dann von der Deutschen Bundeszentralbank haben wir einen Sicherheitssafe erworben, den mussten wir dann noch einmauern für die Versicherung, weil wir halt, ist halt eine sehr hohe Summe gedeckt. Und haben dann halt im Innenbereich und Außenbereich überall Kameras. Wir haben ein sehr, sehr gutes und modernes Alarmsystem. Das zeige ich euch dann nicht, damit ihr nicht wisst. Alles darf ich euch nicht zeigen. Ich darf euch den Safe zeigen, aber jetzt nicht, wenn er offen ist. Wie so keine Sachen gibt es. So ist ja auch da gar kein Problem. Genau. Das ist ja auch sehr, sehr cool. Alleine, dass man weiß, dass es halt sicher ist. Dass die Leute sich da Gedanken gemacht haben. Das ist schon krass. Genau. Das ist sehr gut. Wir haben auch eine Direktschaltung zur Polizeizentrale. Die ist 500 Meter von hier entfernt. Das kann ich bestätigen. Und, Feuerwehr auch im Notfall. Also ist alles da. Ja, aber wenn hier Alarm ausgelöst wird, dann geht es halt direkt zur Polizei und die sind schnell da. Also ich habe es auch schon mal vergessen, morgens den Alarm auszuschalten. Oh nein. Dann kam es auch direkt. Ja, okay, geht schnell. Das ist natürlich dann schnell, das ist richtig.
Ja, nee, sehr cool. Also es finde ich, bin ich mega. Also auch hier oben Büroebene mega. Die Produktionsstätte ist dann im Keller. Da kriegen wir gleich auch noch ein bisschen was. Genau. Oder halt auf der unteren Ebene. Untere Ebene, Keller, ja, es ist nicht ganz Keller, ja. So, aber es ist die untere Ebene. Ja, genau. Da gucken wir gleich auch noch rein. Und ich habe zwei Karten mitgebracht. Super. Einmal, da wo man sie aufhört, einmal eine Titania und zwar als Artist Proof. Weil ich habe gesehen, ihr zertifiziert auch Artist Proofs. Also zumindest sagt ihr, das ist ein Artist Proof und das ist eine Karte und ihr slappt die dann in so ein Case. Genau. Case, den ihr slappt. So ist richtig. Und ich habe meinen Commander mitgebracht, weil ich habe den ersetzt mit einem anderen Commander, mit einem hübscheren Artwork. Und die hat mir jahrelang gute Dienste erwiesen, deswegen wollte ich die beiden mal mitbringen und wollte euch die mal in treue Hände geben und da mal anschauen, was danach draus wird. Ja, machen wir sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Bin ich gespannt. Gucken wir uns das mal an. Ja gut, aber hier, man sieht halt, wenn man weiß, wie die Karten gedruckt werden, welche Layer und so, genau. dann siehst du die Schrift. Also das Druckpattern und so weiter ist. Genau, ja. Also da siehst du halt die Schrift als letztes, ne? keine pixelige Schrift. Aber es ist natürlich, wie gesagt, Artist Proof oder auch Sign-Karten oder so ist natürlich immer interessant. Weil, also bei Sign-Karten ist es ja, was mir ja gestern ja schon gesagt, dass ihr da ja überhaupt nicht drauf achtet, wie die Sign drauf ist, dass es nicht eine Urkarte ist, sondern halt wirklich, als wäre die Signatur nicht da. Genau. Aber das heißt, ihr macht nicht nur Artist in der Schrift, sondern wenn ich jetzt eine Karte für meine Patrons signiere und euch sage, das ist meine Signatur, macht ihr das auch? Ja, natürlich. Also, das ist halt, dafür ist halt das blaue Label da. Genau. Halt für, ich sag mal, die Exoten unter den Sammelkarten. Mhm. Man hat ja jetzt nicht nur, dass man unbedingt diese 10 haben möchte oder eine gute Note oder den Echtheitscheck. Manchmal hat man einfach aus Nostalgie irgendwas oder halt, ich war auch dann erste Grand Prix und die wurde da signiert, ja, oder der Klassiker. Irgendwas und dann alles was man, also alles, fast alles was man möchte, kann man dann halt auf das blaue Label drauf machen und ja, dementsprechend bestätigen mit der Authentifizierung. Hm. Ja, sehr spannend. Blaue Label habt ihr auch schon im Video gesehen, werdet ihr auch mit dem Deinchen immer mal wieder sehen. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee, also das finde ich sehr, sehr gut. Ja, das blaue Label kriegst du ja heute auch, genau. mit deiner Karte. Ja. Merkt man wirklich, dass hier dann auch die Qualität einfach auch sehr hart drauf geachtet ist.
Weil ansonsten, wenn man es halt leicht aufmachen könnte, eine andere Karte reinschieben könnte und dann zumachen könnte, wäre das halt schon problematisch. Das darf nicht passieren. Das ist nicht nur problematisch. Also, ja. Du weißt ja selbst, überall in jeder Branche, wo Geld zu machen ist, gibt es Leute, die so einfallsreich sind mit weiß ich was und versuchen, andere Leute über den Tisch zu ziehen. Oh. Und, das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir damals halt überlegt haben, das Grading aufzumachen. Wir sind ja jetzt nicht nur Grading, sondern wir arbeiten ja auch, ich bin ja Gutachter und Sachverständiger für Sammelkarten. Wir arbeiten auch mit Versicherungen zusammen. Wir hatten jetzt erst vor einem Monat einen Gerichtsfall, wo ich als Gutachter fungieren musste. Das heißt, wir haben 40 Seiten ein Gutachten geschrieben für eine Karte, wo auch jemand anderen über Kleinanzeigen, so der Klassiker, um jemanden um 5.000 Euro betrügen wollte. Und das ist eine Riesenmenge Geld. Und es ist wirklich schwierig mit Sammelkarten da irgendwie, also in dieser Branche da entgegenzuwirken. Gerade bei Kleinanzeigen, die Leute sind oft zu naiv. Ich weiß nicht, wie die ganzen Geschichten mit PayPal und so funktionieren, aber es gibt wohl immer irgendwelche Mittel und Wege, da das Geld irgendwie zu kriegen. Beim einen war das ein Brandschaden. Da ist die ganze Sammlung abgefackelt. Er hatte aber noch eine Excel-Tabelle und einige Bilder gehabt von ein paar anderen. Da war halt auch die Power 9 bei, teilweise aus Unlimited und wirklich also sehr, sehr schöne Karten. Die, diverse Decks, die hat er nicht aufgelistet gehabt. Und da waren wir halt ganz knapp fast beim sechsstelligen Betrag vom Kartenwert. Und dann hat uns die Versicherung beauftragt damit als Gutachter. Und wir konnten da so weit helfen, dass das dann sehr großer Prozentsatz doch noch ausgezahlt wurde. Normalerweise, gut, aber das zeige ich euch unten noch. Wir haben halt so also ein Prüfprotokoll, wo jeder unterschreibt, was er gemacht hat. Das wird alles eingescannt auch. Also wir haben hier ein eigenes System, ein eigenes Programm schreiben lassen. Das alles, was wir einscannen, kriegt der Kunde direkt eine Nachricht. Deine Karte ist gerade beim Graden oder angekommen. Gerade dieses Angekommen ist halt wichtig. Die Leute schicken was los. Also wir haben hier schon, wir hatten einen Beta Lotus aus Spanien gehabt, in einem Brief mit Briefmarken. Das ist geil. Kein Witz. What the? Da haben wir. Wir wussten ja nicht, wenn wir aufmachen, was ist das? Also wir kriegen jeden Tag einen Batzen Briefe und Pakete, machen die auf. Und dann dachten wir uns, das kann doch nicht sein. So, und dann haben wir schon unter der Kamera den ersten Echtheitstest gemacht. Das machen wir sonst nicht. Ne? Aber dann, weil wir waren perplex. Das ja, ja klar, da bist du ist ja nicht wer normal. Macht denn sowas? Das ist ja fast schon geisteskrank. Und dann haben wir da die ersten Tests gemacht, also wir haben gewogen und den Dot-Test gemacht und dachten uns, ja scheiße, das Ding ist echt. Genau, wir sind jetzt unten in der Produktionshalle sozusagen. Genau. Und dann nehmen wir mal deine Karten ab und lassen wir sie fertig machen. Jawohl. So. Ah, hier, er macht jetzt gerade Versand auf. Die Karten werden hier quasi geöffnet. Ja. Und alles natürlich unter der Kamera. Und wir speichern das eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Dann wird ein Auftrag angelegt. Ich kann das jetzt mal. Ich zeige das jetzt mal mit einem alten, ja, mit keinem aktuellen. Ist ja kein Problem. Das heißt, wir erstellen hier den Barcode. Ja. Man kennt vielleicht diese Nummern. Das ist ein von Card Market
generierter, eine von Cardmark generierte Bestellnummer. Ach, so. Bestellnummer, ja. Und dafür generieren wir den Barcode. Okay. Und unser Programm arbeitet halt mit der Cardmarket Homepage zusammen so, dass wir auf jeder Station, nachdem der Auftrag angelegt ist, wir scannen es ein. Wenn es jetzt zum Beispiel beim Grading ist, wie gerade eben, scannen wir es ein und der Kunde kriegt eine Nachricht, hey, deine Karten sind jetzt gerade beim Grading. Dementsprechend werden die in den nächsten Tagen halt versandfertig gemacht. Mhm. So weiß der Kunde, kriegt alle paar Tage ein Update und muss sich nicht wundern, irgendwie nach ein paar Wochen, wo ist meine Karte? Yes. Oder auf einmal kommt die Karte zu Hause an, er war nicht da oder sonst irgendwas. Also jeder Schritt wird halt dokumentiert, ja. Kunde wird benachrichtigt, kriegt dann natürlich auch die Sendungsnummer. Wir verschicken ja ausschließlich mit Sendungsnummer. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir irgendwie das anders machen. Das bieten wir nicht an, aus mehreren Gründen. Ja, verständlichen Gründen. Und das ist dann auch egal, auch wenn uns jemand einen Token schickt und sagt, hier, der ist aber nichts wert, ich will da jetzt nicht extra für zahlen. Also unter 500 Euro versicherten Paket versenden wir nichts. Das ist zum Thema Lautstärke. Peter, jetzt kurz, solange wir filmen, nichts. Ne? Ist halt. Ja, aber es muss halt sein, das ist ganz klar. Ja, wir müssen halt alles auspusten. Also wir haben halt durch die Produktion hast du halt immer an den Kanten, die sind jetzt nicht scharfkantig, aber du hast halt an den Rändern so, das ist so hauchdünn wie so ein Haar, Kunststoffreste können sein. Dementsprechend machen wir sie einmal vorab, entgraten wir die und dann werden sie ausgepustet das erste Mal und an die Seite gelegt. Und wenn wir dann soweit sind, dass wir die Karten und die Etiketten reinlegen, werden sie halt vorher nochmal ausgepustet. Keiner will Staub in seinen Slabs haben. Und wenn wir die halt mit dem Staub einschweißen, dann müssen wir sie halt wiederum öffnen, weil wir dann bei der Qualitätskontrolle bei der letzten das dann halt in der Regel natürlich auch sehen. Und dann haben wir natürlich eine doofe Arbeit, immer wieder die Slabs aufzubrechen und neu zu machen. Also wir achten halt sehr, sehr doll drauf, dass dort nichts, keine Fremdkörper reinkommen. Dann gehen wir mal deine Karten ab. Yes. Hier ist einmal die mit dem Grading. Und die kriegt ein blaues Label, das macht dann danach. Und wir haben hier unser eigenes Programm entwickeln lassen, vor Jahren, und haben auch immer wieder so ein bisschen, ich sag mal, verbessert, optimiert. Dort wird die Karte jetzt angelegt, damit du sie dann im Nachhinein halt auch im Pop-Report siehst. Unser Pop-Report wird einmal die Woche abgedatet, jeden Freitag quasi, immer um die gleiche Uhrzeit. Und dann, also weil manchmal haben wir Kunden, die kriegen Donnerstag ihre Karte und sagen, oh, noch ist nicht abgedatet, noch sehe ich es nicht. Dann einen Tag später ist es. In der Regel ist es aber so, dass die Karten dann schon längst drin sind, bevor die Kunde die kriegt, weil nach der Station geht es ja erst dann zum Schweißen, dann zum Versand. Dann klar, es dauert ein bisschen. Aber wir bieten auch Priority Grading an und Express Grading. Priority ist halt 24 Stunden. Also du kannst hier hinkommen oder du schickst uns die Karten zu und dann werden die Karten direkt fertig gemacht. Und in der Regel hast du nach 3-4 Stunden wird die Karte fertig gemacht und geht am gleichen Tag raus. Und das sind dann so Fälle, wo es passieren kann, wenn die jetzt, ich sag mal, Montag, Dienstag ankommt, geht es auch Montag, Dienstag raus. Im Bestfall hat der Kunde die am Mittwoch, dann ist er noch nicht im Pop-Report drin. Ja, logisch. Dann haben wir manchmal diese Anfrage. Ist man halt schneller als der Report. Dann ist man schneller als der Report, genau. Ja, das haben wir. Das ist natürlich ein Service, den wir nur begrenzt anbieten. Also wir können jetzt nicht, wir können halt immer nur pro Tag eine geringe Anzahl davon anbieten, einfach nur damit der Standardkunde keinen Verzug hat. Also wir wollen jetzt nicht irgendwann eine Wartezeit von 5, 6, 7, 8, 9 Wochen haben oder länger. Bei uns ist halt in der Regel 2 bis 3 Wochen ist die Bearbeitungszeit und dann gehen die Karten auf den Weg zurück. Meist aber sind wir innerhalb der 2 Wochen. Ja, ich finde es beeindruckend. Also von dem ganzen Prozess und so weiter habt ihr wirklich sehr, sehr stark optimiert. Das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das ist auf jeden Fall krass. Dann erstmal geht der Auftrag, wenn er angelegt ist, die Karten werden hier hier reingelegt. Wir haben hier halt unser Protokoll. Das heißt, jeder, der einen Schritt gemacht hat, zum Beispiel hat hier jetzt der Dennis das geöffnet, dann unterschreibt er das. An dem Datum hat er jetzt das Paket geöffnet. Dann geht es zum Graden, dann hat jetzt zum Beispiel die Laura hat
das gegradet, dann unterschreibt sie, ich habe die Karten gegradet. Sodass wir auch im Nachhinein nachvollziehen können, wir haben was gemacht. Ja. Allerdings ist das in unserem System auch immer hinterlegt. Also unser System erfasst das auch, wenn Laura an ihrem Rechner das einscannt, dann sieht unser System ja auch, die Person war das. Ja, genau. Okay. Genau, dementsprechend. Aber wir haben halt hier zum Beispiel beim Verpacken später haben wir halt keinen Rechner und keinen Scanner, weil der Kunde braucht nicht zu wissen, okay, jetzt ist es jetzt versandfertig gemacht, will er nicht nochmal 2 Minuten später, jetzt wird es verpackt, jetzt wird Folie drumherum gemacht und so weiter. Jetzt wird Folie drumherum gemacht, genau, das ist natürlich ein guter Schritt. Ja, aber wir wollen halt wirklich, also wir haben halt mehrere Qualitätssicherungen und dieses interne wollen wir später wirklich wissen, wenn mal was rausgegangen ist, wo irgendwie ein Staubkorn drin ist oder so, dann möchte ich auch wissen, wie kann das sein, wer hat das geprüft, weil in der Regel haben wir 3 Qualitätssicherungen, bevor es rausgeschickt wird. Mhm. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, warum 3 Leute irgendwie den gleichen Fehler gemacht haben. Dementsprechend machen wir das halt so immer mit der Unterschrift. Ja, dann geht das in unseren Safe und bleibt dort in der Regel halt 5, 6, 7 Tage drin, bis der Auftrag dann dran ist. Das geht ganz normal nach Datum. Ja. Jeder wird hier gleich behandelt, bis dann halt auf Priority oder Express. Express sind halt 5 Arbeitstage. Auch das ist dann halt eine begrenzte Anzahl immer. Mhm. Und ja, dann erst, wenn es soweit ist, morgens wird hier der Safe aufgeschlossen, dann wird geguckt, die Arbeitsvorbereitung, das geht dahin, das geht dahin, das geht dahin. Und dann geht zum Beispiel halt das, was gegradet wird an dem Tag, geht dann halt nach oben zu den Gradern und die teilen sich das dann auf, graden das und so weiter. Dann geht es von oben erstmal wieder runter in den Safe und dann immer so weiter. Also der Safe ist hier halt sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich. Und wir haben halt 2 Safes. Einer ist halt dieser, der große, wichtige Safe. Dann haben wir noch einen zweiten, der natürlich auch extrem sicher ist, aber der zweite ist einer mit Zahlencode, wo 2, 3 Mitarbeiter den Zahlencode auch kennen. Dass, wenn jetzt von oben was runterkommt oder also hier die Station wechselt, wird er in dem kleinen Safe eben kurz zwischengelagert. Also es kommt nicht vor, dass der Auftrag irgendwo hier liegt. Ja. Ich gehe jetzt Mittagspause machen und lasse den Lotus hier liegen, sondern es ist immer wieder ein Safe. Und dann geht es halt weiter und wird die Arbeit hier dann von den Leuten weitergeteilt. Ja. Und geht Schritt für Schritt weiter. Sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Genau. Genau, dann. Ja, hier geht es noch. Einen Schritt haben wir hier noch. Ja. Hier wird auch das Label gefertigt. Also er gibt jetzt erstmal alles ein in unser System. Wenn das Ganze angegeben hat, dann wird das Gleiche halt auch in die Software vom Drucker eingegeben. Auch die haben wir speziell anfertigen lassen oder quasi zumindest umprogrammieren lassen für unsere Bedürfnisse. Und dann drucken wir hier das Label aus. Das Label haben wir auch, das war eine sehr, sehr lange Entwicklung. Ich glaube, 6 Monate lang haben wir dieses Label entwickeln lassen, immer wieder getestet. Da sind jetzt 7 Printschichten drauf und 2 Laminatschichten am Ende zum Schutz. So, das ist also wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig. Dann kommt es ins Lab. Genau, das ist die Hochzeit, so wie wir es nennen. Da haben wir hier Ober-Unterteile. Wird nochmal, habt ihr ja schon gehört. Genau. Das hat ist man nicht nur für die Kamera, sondern das wird halt jedes Mal wirklich unbedingt immer ausgepustet, Ober-Unterteil. Dann erst kommen die Karten aus den Sleeves da rein, die Etiketten rein und drauf. Also diese ganze Geschichte, dass nach dem Auspusten und das Verschmelzen der ganzen Sachen dauert halt wirklich nur ein paar Sekunden, damit kein Staub oder ähnliches da reinkommt. Ja, ich glaube so vom Ablauf, sonst haben wir, glaube ich, fast alles? Ja, wir können jetzt natürlich warten, bis wir eure Karten schweißen. Genau, wir würde jetzt noch ein paar Shots noch machen. Ja. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um.
heißt einfach nur beide. Genau, also zum Aufhalten, bis da unten ist, das Geräusch kommt und dann loslassen. Gut, reicht, danke.